You, Charlotte, pass! Dem Zauberer wird es ermöglicht, eine Tür, Pforte, Portal oder aber sehr beliebt eine Brücke zu blockieren. Bemerkung: Dies funktioniert am besten bei Nerds oder Geeks, da diese durch ihren folgenden Lachflash bei unangekündigter Zauberei nicht mehr in der Lage sind zu passieren. Unwichtige Bemerkung am Rande: Dieser Zauber scheint nach momentan abschätzbarer Entwicklung immer beliebter bei Lehrern und Professoren zu sein. Die weiblichen Ebenbilder dieser bleiben von jener Entwicklung tendenziell eher verschuppt. Herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Monster Hunter Freedom Unite. Wenn ich mich recht entsinne, waren wir scheinbar in der Farm schon. Nein, brauchen wir jetzt sehr viel Geld für das König Attila Schwert. Und wir müssen die ganze Dekoration, die ich ja nun mir theoretisch machen können müsste, ich habe vergessen, die mir im letzten Mal doch zu fertigen. Tatsächlich auch noch anbringen. Das waren Kunsthandwerke, ne? Genau. Die Dinge müssen wir jetzt alle noch anbringen. Das waren insgesamt vier von diesen Kunsthandwerken. Ich hätte es vielleicht im Hintergrund noch aufrufen lassen sollen. Oh, shit. Also, in dem Goku-Helm. Wir haben irgendwas mit drei. Das müsste das Meisterjuwel, glaube ich, sein. Yep, Meister, drei Slots. Da passt das auf jeden Fall. Können wir auch direkt schon mal anziehen. Dann haben wir noch die Goltaori Shin. Dort kommt dann wahrscheinlich zweimal Kunsthandwerk rein. Muss mir das gerade selber nochmal vorstellen. Ich habe nicht viel drüber nachgedacht. Ich dachte mir bloß, hey, machen wir jetzt mal, dass ich dafür auch noch eine gewisse Reihenfolge bräuchte und vielleicht wissen sollte, was ich reinmachen muss. Habe ich absolut vergessen. Die Arme hatten wir jetzt hier an der Tower X. Scheiße, was war's noch? Irgendwas muss ich noch mit reinmachen. Das weiß ich. Fuck. Was? Geheimkurzladen? Ah, Geheimkunst. Okay, Alchemie. Okay. Nee, Kurzladen müsste es sein, ne? Habe ich genau vier Stück. Das klingt erstmal gar nicht so scheiße. Wir können es ja erstmal ausprobieren. Kostet ja nicht so viel. Da passt das schon. Es waren nicht die Hermit Towers, es waren die Zerda Tower. Das weiß ich noch halbwegs. Und das sind die anderen Kurzladen. Habe ich dann eigentlich schon alles an oder fehlt noch irgendwas? Gucken wir uns mal kurz uns selber an. Wir haben alle drei Fähigkeiten. Schön. Dann noch schnell das Großschwert ausgerüstet und dann mal kurz uns genauer angeschaut. Hier unseren Diablos-Zerstörer momentan noch. Ja, den will ich ausrüsten. Ja gut, ich meine, wir könnten auch schlechter aussehen. Und dahingehend habe ich irgendwie gerade ein scheiß Licht-Schatten-Verhältnis. Egal. Wenn ich mich so ein bisschen drehe, habe ich ja also die helle Seite der Macht und die überhaupt nicht gezwungene dunkle Seite. Ja, ich bin da gerade ein bisschen hin und her gezwungen. Hier Kekse, dort nicht. Wenn jetzt meine Kameraaufnahmen nicht funktionieren, bin ich so am Arsch. Jetzt brauchen wir natürlich immer noch das Geld für das große, dicke, fette Schwert. Was wir uns dann da ja nicht mehr in die Hose stecken können. Keine Tanzmöhre, aber muss auch mal ohne gehen. 115.000. Also ich brauche ungefähr noch 100.000 fucking Z. Wo soll ich die herbekommen? Und wieso krabbelt jetzt mein Auge? Scheiße. Okay, wir haben hier hinten auf jeden Fall schon mal ganz viele Münzen noch, die ich definitiv nicht brauche. Die zwar wunderschön anzusehen sind, weil die so schön glitzern. Aber alles andere ist unwichtig mit denen. Gut, man könnte sich theoretisch irgendwelche Waffen daraus bauen, aber da ich weiß, dass ich die Edi benutzen werde, können wir auch darauf scheißen. Fatales Sachen. Ich baue mir nichts mehr von dem. Daher kann das weg. Und das eine Drachenmoos. Bäm. Wahrscheinlich haben wir jetzt kein Geld, um die Quest anzunehmen. Aber egal. Hauptsache, wir haben eine geile Waffe mit einer geilen Rüstung. Die Rüstung müssen wir noch verbessern.
So, erstmal König Attila Schwert. Bäm. Und soll ich euch was sagen? Endlich, nach 1000 gefühlten Folgen Farmen, ist die Großschwertrüstung samt Großschwert fertig. Ging jetzt am Ende doch irgendwie schneller als gedacht. Zumindest die letzten paar Stückchen. Ich würde sagen, wir probieren das gute alte Ding doch auch gleich mal aus. Ich meine, warum haben wir ständig, um dem Fatale so richtig schön eins auf die Haue zu geben? Ich weiß, eigentlich wollte ich bloß einmal ein ganzes Spiel mit dieser Rüstung spielen. Das wäre aber Verschwendung gewesen, damit nur mal schnell Diamantschnaub zu machen und fertig. Nein, wie angekündigt, Fatales, denn das ist einfach nur, damit die Rüstung schon mal eingewärmt ist. Ne? Damit ich, da habe ich dann schon einmal reingepinkelt, das heißt, sie hat eine angenehme Temperatur. Vielleicht nochmal reingescheißt, dann flutscht es besser, wenn ich das nächste Mal rein will. Oder ich flutsche auch besser über den Boden. Hab ein bisschen Schweiß, der meinen Fall beim Diamantstaub dann bremst. Also alles gut, es hat nur Vorteile, wenn ich jetzt einmal frohen Mutes gegen diesen weißen Fatales nochmal angehe. Ich weiß, ihr hört es wahrscheinlich schon raus, aus meiner momentanen Verfassung bin ich nicht gerade konzentriert. Das kann bloß schief gehen, aber vielleicht geht es wenigstens witzig schief. Darauf setze ich jetzt mal alles. So, ich weiß, Großschwert ist stark. Grundsätzlich würde ich auch ganz gerne auf die Stärke des Großschwertes setzen. Heißt jetzt noch nicht nochmal zusätzlich irgendwelche Sachen mitnehmen, das wird aber schief gehen. Also, ich weiß nicht, inwiefern ich mit den Bomben, das wollte ich nämlich eigentlich sagen, ob ich die A brauche, ob ich B überhaupt treffen werde. Aber da ich weiß, dass meine normalen Schläge halt verringerten Schaden machen, werde ich die Bomben einfach mal mitnehmen. Wie viel die letztendlich machen, können wir nur mit CW-Cheat und so weiter rauskriegen, HP-Hack. Da ich den nicht drauf habe, ich habe keinen Honig. Werden wir es nie herausfinden. Okay, dann machen wir jetzt keinen weißen Fatales. Nein, wir holen uns Geld und Honig in einem epischen, dramatischen Kampf gegen ein Jankut-Kulm-Training. Nein, gegen das Jishufen-Training. Ich habe ja eh gesagt, wir wollen da irgendwann mal wieder weitermachen, da ich momentan keine Streams machen kann und Monster Hunter sich dem Ende nähert, wenn ich nicht allzu hart verkacke dauerhaft. Yay, 500 Parts noch. Muss ich mich auch auf diesen ganzen Sachen, die ich eigentlich in einem Stream machen wollte, muss ich halt normal ein Display machen. Damit es nicht länger dauert, sondern damit wirklich, damit ich was zum Aufnehmen habe, weil sonst bin ich fertig, ohne fertig zu sein. Das ist doof. So, dies ist ein Siegerhorn. Ich bräuchte ein anderes. Lila, rot, rot für Angriff, hoch. Und rot, blau, rot, lila. Also, das kann ich mir niemals merken. Lila, rot, rot. Okay, und rot, blau, rot, lila. Stärkt die Gesundheit. Okay, geht klar. Bin da, mach mal. Es ist 95%, das heißt, die Waffe ist sehr gut für den Kampf. Auch wenn es Jagdhorn ist, das werde ich irgendwie doch definitiv hinbekommen. Ich glaube, beim Lavasiov war es auch sogar so, dass ich auf die geilen Beinchen gehen sollte, weil die Show schön Platz zu machen waren. Das ist lila, genau, es ist dann auch Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Das hier ist Klappe, die Klappe, die Klapp. Nee, das ist leider blau. Jetzt muss ich schon überfahren und überlegen, dann müsste das rot sein, richtig? Nein, das ist auch blau. Shit, dann ist das hier rot. Aber ich brauche lila. Dann mache ich gleich nochmal lila, damit ich schneller laufen kann. Oh, Wind mindern, sehr geil. Warte, wieso ist das rot? The fuck? Das ist lila. Lila? Was war jetzt rot? Scheiße! Oh mein Gott, Brain AFK ist for the win. Müsste das rot sein, ne? Sehr schön. Bam, jetzt blau. Dann rot. Und jetzt lila. Oder? Habe ich das richtig gemerkt? Bin ich ein Genius? Ja, Gesundheit hoch, hoch. Schön. Dann, was haben wir überhaupt alles mit? Wir haben momentan sehr viel Ausdauer. Lass uns nochmal eine Ausdauerration schlocken. Dann haben wir unsere Kaltgetränke. Dann laufe ich in die falsche Richtung. Und dann hoffe ich mal, dass wir das jetzt sogar First Try am besten hinkriegen. Also, Musik spielen kann ich jetzt schon genial. Ich weiß, ich habe ein bisschen Gitar-Blashorn geübt. Geilstes Spiel ever. Weil Blashorn Hero klingt irgendwie. Ja, deswegen Gitar-Blashorn. Und das hat auch grandios, wie ihr seht, funktioniert. Ich habe nach ungefähr 2 Sekunden das Ding gecheckt gehabt. Vor der Checker. Das erinnert mich gerade an DSDS. Da gab es irgendwann mal so einen Typen. Ich glaube, der wurde 3. Platz oder so. Der Checker, also wie man selbst genannt hat, auch dementsprechend Lieder gemacht.
Der als Typ war unausstehlich, aber da ich so ein Noob bin, so ein musikbegeistertes Phänomen, das bei jedem Takt, was er hört, erstmal wippen muss, schwere Wortkombination, hat mich das natürlich als Sommerlied fasziniert. Und dann bin ich die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen, wer will die Checker? Und hab die ganze Zeit im Hintergrund halt diese Melodie gehört, deswegen habe ich gesungen. Dann anderen habe ich angeguckt, wie der ist der größte Vorlog. Noch mehr als sonst, das muss man dazu sagen. So, da war sie auf. Hey, siehst du mich? Bro, what's up? Wuhu! Hier bin ich! Ja, mein Lava-Freund! Wollte schon sagen, bist du blind oder was? Gut, du kannst nicht von Blitzbomben getroffen werden, aber das heißt ja nicht zwangsweise, dass du auch blind sein musst. Wehe, du spuckst! Geht der Scheiß schon wieder los? Der Kampf ist noch nicht mal richtig in Fahrt und erstmal wird man so richtig hart ins Gesicht angerotzt. Es ist nicht schön und das macht einem so gesehen auch keinen Spaß. Einfach so Schleimbolzen aus Feuer im Gesicht zu haben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber in gewisser Weise ist das doch schon dezent eklig. So, ich kann mich noch daran erinnern, man kann mit Jagdhorn ähnlich spielen wie mit Hammer. Es gibt bloß diesen Powerpoint nicht. Dafür kann man halt wunderbar, halt wie wir es vorhin getan haben, Musik spielen. Die ganz hohe Kunst ist es zu spielen und mit den Musikangriffen, während man spielt, das Monster platt zu machen oder mit den Auszuweichen ähnliches. Es gibt Leute, die können das. Diese heißen nicht Sinu und sind auch in keinster Weise mit mir verwandt. Dementsprechend kann ich nichts dergleichen. Ich kann einfach bloß draufhauen und hoffen, dass ich irgendwann in einer stillen Sekunde auch selber mal wieder spielen kann. Aber mein Ziel ist es ja nicht, mit jeder Waffe umgehen zu können, sondern mit jeder Waffe irgendwie mal irgendwelche Monster platt gemacht zu haben. Das ist jetzt ungünstig, weil gleich wird ein großer roter Fleck unter mir erscheinen. Genau unter mir, weil ich so weit nicht weggegangen bin. Und ich hasse es, mit langsamen Waffen, die nicht viel Schaden machen, gegen diese Scheiß-Zerner Tower zu kämpfen. Du schlägst zu, die interessiert das im feuchten Kehricht und anschließend machen sie dich platt. Einfach weil sie dich hassen. Und wenn du da nicht aufpasst, dann spucken sie Gift. Weißen auch so eine Spuckschlechte, Spuckspechte, egal, die halt einfach nichts anderes können, außer ihre innersten Gedärme auf mich zu schleudern. Das scheint auch bei den Monstern heute Monster Hunter voll im Trend zu sein. Was ich überhaupt nicht verstehen kann. Nice! Sein Schwanz ist zu hoch, zu dick und zu stark, als dass er mir Schaden machen könnte. Ist doch auch mal eine Option. Mir gefällt irgendwie die Lebensanzeige von mir nicht mehr so gut. Die ist mir dann doch zu niedrig. Renn, du Spacken! Nein! Da war ich mir zu schade, doch nochmal X zu drücken. Fuck. Nicht gut. Nein, ich bin jetzt nicht traurig. Das kann ich verkraften. Nein, ja, ich muss halt wieder mal schnauben. Ihr kennt das ja, ich bin halt eben dauerkrank. Gesund gibt's bei mir nicht. Immer wenn ich beim Impfen sitze und die mich fragt, ja, sind Sie krank? Haben Sie Fieber, Schnupfen, Heiserkeit, Husten? Ja, seit ungefähr 10 Jahren. Er guckt mich an wie, okay, mach mal trotzdem. Jedes Mal nach Impfen habe ich keine Ahnung, ob ich jetzt todkrank werde oder nicht, weil ich nicht weiß, ob ich wirklich vorher schon krank war oder halt Standard. Aber okay, was soll's. Jetzt können wir wenigstens wieder neuen Honig holen. Das reicht leider noch nicht aus, um meine Vorräte an Honig aufzubessern oder komplett voll zu machen. Dementsprechend dürfen wir das gleich nochmal probieren. Die Farbkombination habe ich jetzt natürlich immer noch im Kopf, ohne mir sie nochmal durchlesen zu müssen. Auch die Tastenkombination für die jeweiligen sind natürlich tiefstens in meinem Inneren eingebrannt. Und ich darf kurz sagen, wenn es mit Jagdhorn jetzt schon so losgeht, wird das gleich mit Großschwert nicht besser werden. Und das Tolle ist, ich produziere gerade jetzt vor, denn ich bin ja, während ihr das schaut, auf der Dreamhack. Das ist das falsche Gebiet, dementsprechend muss ich heute noch ein ganzes Weilchen aufnehmen und dementsprechend werdet ihr die nächsten paar Parts keine schlechteren, keine besseren Spielszenen sehen. Schlechter geht nämlich immer. Ist wie dümmer, es geht auch immer, außer, na, so wie ich. Aber selbst da gibt es noch ein Minimum. Und ja,
Bombentraining, genau. Er schnaubt zwar flühend Knäsen, aber geh auf die hohen Beine. Deswegen wollte ich hier auch auf die Beine gehen. Genau. Habe ich mir das jetzt richtig gemerkt? Beine scheinen Schwachpunkt zu sein. Zumindest was bei Großschwert so. Also warum sollte es bei Hammer... Oh, Hammer ist Schlag, Großschwert ist Schneid. Egal, das wird schon nicht allzu anders sein. Holen wir das Ding erstmal raus. Also das hier, wenn ich nur R drücke, müsste lila sein, ne? Genau. Dann war das hier nicht rot. Das war rot. Nein, das ist auch nicht rot. Das hier ist rot. Ja, genau. Zeigt das Horn nach oben, wird man dich loben. Genau, so war's. Zudem muss ich dann... Warte, jetzt nochmal rot. Bei Windabwehr ist ja nicht so wichtig. Und wie habe ich jetzt nochmal genau die erhöhte Ausdauer bekommen? Ich weiß, ich habe irgendwie wild rumgespielt, aber wie genau? Was habe ich getan? Scheiße! Warte, warte, und jetzt seht's lila, ne? Was, wo war lila? Das war nicht lila. Hier ist lila. Scheiße, ist doof, wenn man sich sowas nicht merken kann. Egal, die Ausdauer erhöht war eh so 0, nix wieder weg. Also wenn ich es mir wirklich merken würde, könnte es wahrscheinlich effektiv einsetzen, aber so... Scheiß drauf, muss es auch ohne gehen, weil es ja auch schon mit nicht funktioniert hat. Klare Sache dabei. Aber gut, wir könnten jetzt natürlich wieder, wie beim Rayang, hier unsere ganzen Items und zusammensuchen. Ganz oben müsste es... Ach nee, warte, das ist ja nicht der alte Vulkan, oder? Snow-Vulkan nach dementsprechend wird nicht ganz oben die Megatränke sein. Aber ich war hier doch auch schon mal. Ich habe hier doch auch schon mal Tränke und Co. gefunden, oder? Also Bufangos haben eigentlich immer Blitzbomben gebracht. Die bringen mir natürlich jetzt herzlichst wenig. Danke für diesen wunderbaren Stupser ins Gebiet. Das hätte ich alleine nicht mehr geschafft. Äußerst nett. Wofür genau habe ich die großen Vorratsbomben? Wahrscheinlich um Schaden zu machen. Oh Wunder, oh Wunder. Aber genau, was habe ich eigentlich für Fähigkeiten? Ich hab Adrenalin! Ja, klar! Das Spiel kennt mich einfach! Heroics-Fähigkeiten for the win! Ne, wie sollte ich die Quest anders beginnen, als den Typen mit Adrenalinplatz zu machen? Ja, weil ich ja dauerhaft nicht getroffen werde. Ich bin einfach meisterhaft darin. Das hat das Spiel und auch der Trainer perfekt erkannt. Die wissen halt, wenn sie einen Meister sehen, wie sie mit ihm umgehen sollen. Allerdings bin ich da bloß Lehrling, dass mich Leute als Meister erkennen. Dementsprechend haben sie keinen Plan, was sie machen sollen. Denken sich, töten wir ihn mal lieber. Gute Idee, erstmal umbringen. Das kann nicht schaden. Müsste ich nicht aus den Eobrace Giftwurfmesser bekommen? Die könnte ich vielleicht auch noch effektiv benutzen. Wäre übrigens auch mal schön, wenn der Typi da hinten jetzt mal langsam mich bemerken würde. Hey Bro, what's up? Ich bin auch hier. Wasabi. Hallo. Ach komm schon. Dankeschön. So unübersichtlich bin ich doch nur wirklich nicht. Großer, fetter, dicker Brocken samt Jagdhorn. Ich habe mein Hörnchen ja sogar ausgepackt. Und nein, der übersieht mich trotzdem. Das ist eine Trotzreaktion. Ich glaube, die Bomben lege ich, sobald er wütend ist, weil es dann voll Sinn macht, wenig Leben zu haben. Weil ich mich vielleicht sogar von der Bombe treffen lassen will, weil so ein Versuch auf Heroics zu spielen, wäre doch auch mal ganz geil. Seht ihr, ich lasse mich auch direkt von dem Typen treffen, um schon jetzt am Anfang perfekt in diesen Heroics drin zu sein, schon mal etwas mehr Angriff zu bekommen. Ich glaube, ich heime mich einfach scheiß drauf. Ich weiß doch, dass ich sonst sterben werde. Und wenn ich mir so denke, aller guten Dinge sind 3 und ich brauche immer 30, das ist auch nicht schön für mich. So, aber ich denke, ich kriege das trotzdem hin. Wir haben ja fast alle Zeit der Welt. 50 Minuten ist für so ein Arena-Monster eigentlich immer mehr als ausreichend, egal mit welcher Wache. Ich glaube, man könnte, wenn man das denn wollte, auch mit Normalstufe 1 so ein Monster platt machen, wenn man mit Armbrust spielt. Nein, auch mit Großfeldgelb normal Stufe 1. Dementsprechend lasse ich mir auch alle Zeit, die ich habe und spiele halt wie immer nicht gut, aber solange ich gewinnen will, tatsächlich sicher.
Hoffe ich zumindest, dass ich das halbwegs gut hinkriege. Zum ersten Mal wütend werden hatten wir es ja sogar schon geschafft. Das heißt, ich bin nicht komplett unnütz gewesen. Und habe tatsächlich so ein bisschen was geschafft, dass ich dann natürlich so dumm war, mich zu heilen. Ist halt einfach die sinuistische Krankheit, die sich leider viel zu häufig immer wieder das Let's Play schleicht. Mich ist so gut bei Herzen machen. Egal, warte, halbwegs möglich. Okay.